Schönen guten Abend Ihnen allen. Herzlich willkommen bei Ron. Wir haben heute viel auf der Uhr und deshalb gebe ich direkt ab zu Marcel. Der sagt Ihnen was. So ist es. Die Schulen bei uns stehen so leicht vorm Kollaps. Die Bundeswehr wird 65 Jahre alt. Wir kümmern uns um kaputte Kunstrasen. Und Adventskalender gibt es bei uns auch noch. Wir haben also einiges vor und deswegen geht es jetzt ganz schnell weiter mit Ron. Mehrere hunderttausend Schüler und Lehrer sind ja momentan bundesweit in Quarantäne. Auch die Länder Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg kämpfen, um da irgendwie einen geregelten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Ja, eine Mannheimer Schule, die hat nun ein Konzept entwickelt, um diesen Trend, den Negativtrend, momentan etwas zu brechen. Wie? Christine Meesen zeigt es Ihnen. Unterricht zu Pandemiezeiten an der Werner-von-Siemens-Schule in Mannheim. Die Berufsschüler warten gespannt auf die Lautsprecherdurchsagen aus dem Nebenraum von Lehrer Thomas Roth. Der 61-Jährige ist einer der 7 Lehrkräfte, die es derzeit besonders zu schützen gilt, denn er gehört gleich in doppelter Hinsicht zur Risikogruppe. Zum einen gehöre ich eben dieser Altersgruppe an und zum anderen bin ich aber chronisch asthmakrank. Besonders dankbar ist der 61-Jährige einem Kollegen, der kurzerhand reagiert und ein Konzept entwickelt hat, das Thomas Roth und die anderen Lehrer auch in den Schulräumlichkeiten vor einer Ansteckung schützt. Also das Konzept ist entstanden auf Initiative von einem Lehrer, einem Herrn Willi Hahn, ein Risikolehrer, der bereits vor den Sommerferien zwischen 2 Räumen eine Plexiglas-Tür in Eigenregie eingebaut hat. Und somit konnte der Risikolehrer nicht von einem Klassenraum aus, wo er die Klasse nicht sieht, unterrichten, sondern direkten Blickkontakt zur Klasse haben. Auch Thomas Roth hatte vorher Angst vor einer Ansteckung über Aerosole. Durch das neue Konzept inklusive eines separaten Eingangs gelangt der 61-Jährige seitdem bestmöglich geschützt zum Unterricht. Gut, der Vorteil zu der Situation im Vergleich dazu, zu Hause zu sitzen, der ist evident. Wenn ich gar nicht mehr rauskomme und nur noch mein Bildschirm vor mir sehe, kriege ich was an die Erbsen, wie man so schön sagt. Ja? Und hier komme ich tatsächlich mit Leuten, wenn auch nicht so direkt, wie ich es mir wünschen würde, aber doch in Kontakt. Der Austausch ist natürlich viel intensiver, wenn man sich mehr oder weniger live sieht. Knapp 4.000 Euro haben Schulträger und Förderkreis bisher in die Sicherheit der Lehrkräfte investiert. Eine Investition, die sich schon jetzt mehr als ausgezahlt hat. Für die Lehrer ebenso wie die Schüler. Wenn vereinzelte Schüler beispielsweise in Quarantäne sind, dann können die sich von zu Hause aus in diese virtuelle Konferenz reinklicken, wenn man so möchte, und können daran teilnehmen. Unterricht hinter der Plexiglasscheibe mit persönlichem Blickkontakt in die Klassenräume. Möglicherweise eine gute Alternative zum ausschließlich digitalen Unterricht oder aber dem Wechselunterricht. Vielleicht sieht es so schon bald an allen Schulen in Deutschland aus. Und die wünschenswerteste Zukunft sicherlich für alle wäre ein normaler Präsenzunterricht. Monika Stein ist die neue Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für Baden-Württemberg. Grüße Sie. Sagen Sie, Ihr erster Arbeitstag, der war auch sehr intensiv. Wie kann denn künftig ein normaler Schulbetrieb oder soweit es geht normaler Schulbetrieb aufrechterhalten werden? Also normaler Schulbetrieb kann so nicht aufrechterhalten werden, wie er jetzt im Moment läuft, weil wir einfach die Zahlen nicht runterkriegen werden, so wie es aussieht. Wir müssen gucken, dass wir Wechselunterricht haben, dass die Schülerinnen und Schüler an 2 oder 3 Tagen in der Woche im Wechsel, in der einen Woche sind es 3 Tage, in der anderen sind es 2, in die Schule gehen. Und dass ansonsten die Gruppen, also dadurch die Gruppen einfach entzerrt werden können, dass doch endlich Abstand gehalten werden kann in den Klassenzimmern. Im Moment sitzen sie einfach dicht gedrängt zu 30 im Klassenzimmer für viele Stunden am Tag, schützen sich angeblich oder tatsächlich auch mit Mund-Nasen-Schutz. Aber das ist kein Zustand, weil es eben kein genügender Schutz ist. Mhm. Und wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Lehrkräfte FFP2-Masken haben und dass es irgendwelche Lüftungssysteme gibt. Es kann auch nicht sein, dass wir, jetzt ist es noch relativ warm draußen, aber dass wir im Januar, Februar tatsächlich alle 20 Minuten Stoßlüften müssen. Das ist nicht, also das kann nicht funktionieren. Ja. Wechselunterricht, vielleicht blicken wir da nochmal drauf, weil sich nicht jeder ein genaues Bild davon machen kann. Was bedeutet das für die Gruppe, die nicht vor Ort in der Schule ist? Also das heißt, dass eine Gruppe zum Beispiel in dieser Woche Montag, Mittwoch, Freitag Unterricht hat und in der nächsten Woche Dienstag und Donnerstag und die andere Gruppe gerade andersrum. Das heißt, ich habe nur die halbe Klasse und der Stundenplan muss nicht geändert werden. Das heißt, die Rektorate haben damit jetzt nicht schon wieder
vermehrten Stress, den sie übrigens seit März durchgehend haben. Die sind völlig am Anschlag. Und die Schülerinnen und Schüler, die gerade nicht in der Schule sind, die haben Aufgaben bekommen von der Schule für den Tag, den sie nicht da sind. Und sie können vor allem sich darauf verlassen, dass am nächsten Tag in der Schule gefragt wird, hast du die Aufgaben gemacht? Hast du es kapiert? Brauchst du Unterstützung? Das heißt, das, was wir auch beim Wechselunterricht vor den Sommerferien hatten, dass manche eine Woche lang nicht in der Schule waren und erst in der Woche drauf kamen und gesagt haben, ich habe übrigens gar nichts verstanden und irgendwie bin ich völlig abgehängt. Die Situation wird nicht mehr einkehren. Und wir werden es auch nicht haben, dass Schülerinnen und Schüler völlig aus dem Rhythmus fallen, wie sie es auch zum Teil während der ersten Schulschließung waren. Es war für einige Schülerinnen und Schüler einfach überhaupt nicht zu leisten, sich irgendwie selbst zu organisieren oder eben einen Schlafrhythmus so zu halten, dass sie einen Tages- und Nachtrhythmus haben. Ja, ist da denn genug passiert tatsächlich dann jetzt in der Zeit im Sommer, dass wir dann nun in dieser zweiten Welle, da dann entsprechend auch infrastrukturell besser gewappnet sind von schulischer Seite? Also wenn Sie darauf anspielen, dass wir den Fernunterricht digital leisten können sollen, da sind wir nicht gewappnet. Da fehlt einiges an Strukturen, da fehlt einiges an tatsächlich auch Endgeräten immer noch. Und das wird so auch nicht funktionieren. Ich plaudere jetzt mal kurz aus meiner Vergangenheit als Klassenlehrerin einer damals 8. Klasse im vergangenen Schuljahr. Da hatte ich 3 Schülerinnen und Schüler, die kein eigenes Handy hatten. Von Computern brauchen wir gar nicht erst zu reden. 8. Klasse. Und da kann ich keinen Digitalunterricht machen. Und ich komme jetzt aus Freiburg, wo europaweit ausgeschrieben werden musste. Das heißt, die digitalen Endgeräte kommen irgendwann wahrscheinlich Dezember, wenn es dumm läuft, erst im Januar. Auch so lang kann noch kein richtiger digitaler Fernunterricht laufen. Auch das ist ein Vorteil von diesem tagesweisen Wechsel von Präsenzunterricht und Fernunterricht. Da kann ich im Zweifelsfall auch Arbeitsblätter mitgeben oder ich kann sagen, im Buch lest euch das mal durch und wir reden morgen drüber, ob ihr alles versteht oder wo genau eure Fragen sind. Das heißt, ich kann da einfach ganz anders Aufgaben verteilen, als wenn ich irgendeinen digitalen Unterricht machen müsste, der einfach noch nicht möglich ist für viele. Also heißt es, künftig weiterhin noch Maßnahmen ergreifen, bevor zumindest mit anderen Möglichkeiten eben auf digitaler Form auch ein besserer Unterricht stattfinden kann. Monika Stein, ich danke Ihnen sehr und wünsche bestes Gelingen für die nächsten Tage Ihres neuen Amtes. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt und Monika Stein befürwortet im Übrigen auch einen früheren Beginn der Winterferien, so wie das NRW gerade beschlossen hat. Allerdings das Land Baden-Württemberg möchte das nicht anordnen. Das hat das Kultusministerium heute mitgeteilt. Blicken wir auf ein anderes Thema, auf ein Jubiläum. Die Bundeswehrsoldaten, die waren ja zuletzt vor allem in den Gesundheitsämtern wieder sehr präsent. Aber 65 Jahre ist die Bundeswehr jetzt alt. Eine Armee, ein Heer im absoluten Wandel eben durch die Zeit. Die Wehrpflicht ist ja auch schon lange Geschichte und damit auch die verbundene Musterung. Der Musiker Bert Kiekeben kann davon quasi ein Lied singen, von seiner Musterung. Romy Schiemann und Sarina Aschmann zeigen Ihnen welches. Ich weiß nicht, wo ich den Mut her hatte in dem Moment und dass ich überhaupt den Mut hatte, da überhaupt nachzufragen, ob der so einen Deal macht. Eigentlich ist es ja ein bisschen unverschämt. Um welchen Deal es sich handelt, dazu gleich mehr. Bernd Kiekeben war damals bekannt als der schrille Paradiesvogel. Vor 12 Jahren wird er 5. bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar. Bernd ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt. Also perfektes Alter, um zur Bundeswehr zu gehen. Und tatsächlich wird er zur Musterung eingeladen. Für den jungen Mann bricht eine Welt zusammen. Für mich war ja immer Bundeswehr eigentlich der Schrecken. Also alles, was mit Krieg zu tun hat, auch als kleines Kind, Gewalt, das war immer ein sehr, sehr abschreckendes Thema für mich. Gemeinsam mit seinem besten Freund fährt er zur Musterung nach Kaiserslautern. Die ersten Tauglichkeitsuntersuchungen besteht er mit Bravour. Alles deutet darauf hin, dass er seinen Wehrdienst antreten muss. Letzter Step, das psychologische Gutachten. Der Psychologe erkennt den Musiker und erzählt ihm, dass seine Tochter ein Riesenfan ist. Der Ex-DSDS-Star zögert nicht lange und nutzt seine Chance. Wir machen folgenden Deal. Ich gebe für Ihre Tochter ein Autogramm und Sie schauen, dass ich nicht zur Bundeswehr muss. Und dann macht er: Alles klar, das kriegen wir hin. Und dann hat, ich glaube, F5 heißt es oder so, wenn man da komplett ausgemustert wird. Und es war dann ein Prozess wirklich von einer halben Sekunde und zack war ich aus dem Schneider. Der Deal klappt. Bernd ist erleichtert. Auch der beste Freund wird ausgemustert. Die Bedingung des Psychologen, er darf es niemandem erzählen.
weiß ja niemand, was da in den Räumlichkeiten passiert. Ne? Zumal hätte ich dem ja auch alles erzählen können. Ja? Das bleibt ja in dem Raum. Und wenn der Psychologe sagt, man ist dafür nicht geeignet psychisch, dann braucht er mich, dann kann ich körperlich noch so fit sein. Wenn ich hier oben Gaga bin, dann brauche ich da gar nicht zum Bund antreten. Ne? Bernd Kiekheben hält sich bis heute an die Abmachung. Kann sich ganz auf seine Musikkarriere konzentrieren, geht auf Deutschlandtour, arbeitet im Studio, bringt verschiedene Songs raus und macht eine Ausbildung zum Friseurmeister. Heute, mit 31 Jahren, sieht Bernd die Bundeswehr etwas gelassener. Doch irgendwie ist er froh, dass alles so gekommen ist, wie es ist. 65 Jahre Bundeswehr, eine Armee im Wandel über die Zeit und der Arbeitskreis Darmstädter Signal begleitet die Bundeswehr, wie er selbst sagt, auf kritischer Ebene. Und wir sprechen mit Florian Pfaff, Vorstand des Arbeitskreises Darmstädter Signal. Grüß Sie. Sagen Sie, wie zufrieden sind Sie momentan mit der Rolle der Bundeswehr in der heutigen Zeit? Naja, das muss man zweiteilen. Die Rolle der Bundeswehr auf dem Papier ist hervorragend. Aber das, was die Bundeswehr in der letzten Zeit getan hat, da meine ich jetzt vor allen Dingen die Rechtsbrüche, also 1999 war ja Verfassungsbruch, wie Herr Schröder schon gesagt hat, und 2003 nicht minder. Da bin ich natürlich auf der Seite von 90% der Bevölkerung, die das nicht wünschen. Also Sie nehmen eine kritische Rolle ein, das hatte ich eingangs gesagt. Wie fühlen Sie sich denn auch selbst wahrgenommen, eben von der politischen Ebene? Das ist gar nicht so schlecht. Also man sieht es ja auch jetzt, dass Sie mit mir hier ein Interview führen. Also wir werden da schon wahrgenommen. Vor allem der Herr Bartels, also der damalige Wehrbeauftragte, hat uns da sehr gelobt und auch ein General AD, Genschel. Und seither werden wir vor allen Dingen nicht mehr so links eingeschätzt. Ein Problem sehe ich da noch mit der CDU-CSU. Die Kameraden kennen uns entweder nicht, wollen uns nicht wahrnehmen oder sagen, das ist uns zu gefährlich, mit denen kann man nicht diskutieren. Die haben ja Argumente, die wir nicht entkräften können. Dann müssten wir ja unsere Politik ändern. Was sind denn dann die größten Herausforderungen auch für die Zukunft, abgesehen davon, ich sage jetzt mal salopp, etwas mehr Lobbyarbeit möglicherweise zu betreiben? Nein, wir betreiben keine Lobbyarbeit. Wir sind praktisch ein Diskutierclub und wir wollen nur gute Ergebnisse liefern. Ob die Ergebnisse dann angenommen werden, ist nicht unser Problem. Für die Zukunft ist natürlich wichtig, dass die Bundeswehr wieder auf den Boden von Recht und Gesetz zurückkommt, dass sie also Gerichtsurteile auch achtet, was sie ja verworfen hat, und auch die Gesetze nicht sagt, die sind zu ignorieren, sondern die Gesetze wieder achtet. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt sind eindeutig die Atomwaffen. Aber das ist ja seit dem 24. Oktober, seit dem Atomwaffenverbotsvertrag, seit der ratifiziert wurde vom 50. Staat, auf einem sehr guten Weg. Jetzt sind Sie Major außer Dienst. Was beschäftigt Sie denn persönlich auch noch momentan oder auch für die Zukunft, gerade in Bezug auf die Bundeswehr? Also persönlich beschäftigt mich, dass die Bundeswehr wieder attraktiver werden müsste. Das kann sie aber nur, wenn sie auf den Boden von Recht und Gesetz zurückkehrt. Wenn sie nicht sagt, Gesetze sind zu ignorieren, sondern sagt, da werden wir uns wieder dran halten. Und wenn sie nicht schreibt, dass man Gerichtsurteile nicht umsetzen soll, sondern wenn sie schreibt, das war ein schwerer Fehler, wir müssen Gerichtsurteile, die verbindlich sind, wieder umsetzen. Und dann hat die Bundeswehr auch weitere 65 Jahre mindestens eine Zukunft. So kann ich das mal kurz zusammenfassen. Danke Ihnen, Florian Pfaff. Wünsche Ihnen alles Gute. Gerne geschehen, ebenso. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Weitere Nachrichten gibt es jetzt zusammengefasst von Alicia Beisel. Auftakt und Urteil. Zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 27 und 30 Jahren wurden heute vom Landgericht Frankenthal verurteilt. Der Hauptangeklagte bekam eine Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 9 Monaten. Zwei seiner Komplizen bekamen Bewährungsstrafen. Die Täter haben im Herbst letzten Jahres unter anderem einen 80-jährigen Mann aus Speyer um rund 20.000 Euro betrogen. Hierzu haben sie den Geschädigten am Telefon vorgespielt, dass ein Einbruch unmittelbar bevorstehe. Die Senioren sollten alle Wertgegenstände vor die Tür legen, damit diese von der Polizei abgeholt und sichergestellt werden. Film ab. Das internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg ist heute gestartet. In diesem Jahr findet die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich online, dafür aber unter neuer Leitung statt. Uns erwartet ein exklusives Filmprogramm, das wir das Jahr über zusammengestellt haben. Das sind Deutschlandpremieren, Filme, die zum Teil gerade ihre Weltpremieren in Cannes, Toronto und Venedig gefeiert haben.
Die Filme können online gebucht und geschaut werden. Tickets gibt es zu unterschiedlichen Preisen, man kann aber auch ein komplettes Festivalticket buchen. Der Fokus des Programms liegt auf jungen Regisseuren und anspruchsvollen Autorenfilmen. Pendler müssen umplanen. Zwischen Stuttgart, Mannheim und Heidelberg wird es künftig weniger Zugverbindungen geben. Die Deutsche Bahn dünnt das Streckennetz zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember aus. Unter anderem fallen 3 IC-Verbindungen weg. Aktuell verbinden diese noch Stuttgart mit der Rhein-Neckar-Region. Gründe für den Wegfall sind Corona-Beschränkungen und gesunkene Passagierzahlen. Nach aktuellen Zahlen fahren nur halb so viele Gäste im Fernverkehr als gewöhnlich. Fälle von Vandalismus beschäftigen momentan die Sportvereine in Wilhelmsfeld und Bammental. Unbekannte haben dort auf den Kunstrasenplätzen Driftübungen durchgeführt und diese, wie Sie sehen, beschädigt. Hauke Kutz war vor Ort. Den Vorsitzenden Klaus Hör von der TSG Wilhelmsfeld und Friedbert Ohlheiser vom FC Viktoria Bammental ist aktuell nicht zum Lachen zumute. Beide Plätze wurden etwa zur selben Zeit durch ein oder mehrere Fahrzeuge beschädigt. Gerade der Platz in Wilhelmsfeld gleicht einem Schlachtfeld. Diesen wiederherzustellen gleicht einem finanziellen Kraftakt. Zumal durch die Corona-Pandemie bereits fast 10% der Mitglieder fehlen. Noch schlimmer war es eigentlich, weil hier an dem Platz wurde sehr viel Eigenleistung gemacht. Und im Oktober starb ein Ehrenmitglied von uns, der Schorsch Junghans. Und der war mit der Seniorengruppe, die wir damals in dem Alter vor 12 Jahren gehabt haben, von morgens um 8 bis abends um 7 auf dem Platz. Und die haben über 1000 Arbeitsstunden gemacht hier. Ähnlich sieht es auch in Bammental aus. Zwar haben die Autoraudis hier weniger Donuts gedreht und den Platz auf den ersten Blick zumindest nur oberflächlich beschädigt. Dennoch, Klarheit über den inneren Zustand wird wohl erst ein Gutachter liefern können. Der Kunstrasenplatz ist, also unterm Belag ist nochmal ein Kunstaufbau, wenn der natürlich verdrückt ist von Spuren oder so, dann wird es sicherlich einige tausend Euro kosten, weil man dann alles aufmachen muss. In beiden Vereinen herrscht absolute Unverständnis, auch wenn aktuell kein Training stattfindet. Der Platz ist ja für unsere Kinder, Bammentaler Kinder da. Ja, und für sowas ist er auch gebaut worden letztendlich. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man einfach jetzt mal Nägel mit Köpfen macht. Klar, jeder seine Augen offen hält und guckt, dass man dann vielleicht die oder den Täter festhält. Beide Vereine haben nun die Polizei eingeschaltet. Wir gehen bislang so vor, dass wir die Spuren sichern, die wir vor Ort feststellen konnten. Das sind dann die Reifenspuren. Zeugen, die Hinweise haben, dürfen sich jederzeit an das Polizeirevier Neckar-Gemünd wenden, die Ermittlungsleitung übernommen haben oder an die zuständigen Polizeiposten. Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für die TSG Wilhelmsfeld. Die befreundete Stadt Schönau hat das eigene Spezialgerät zur Platzaufarbeitung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ohne diese Geste hätte der Vorgang knapp 5000 Euro gekostet. Offen bleibt, wie schwer der Schaden an der Substanz des Platzes ist. Das wird auch in Wilhelmsfeld nur ein Gutachter klären können. Knackig zusammengefasst, Sauerei. Weitere Nachrichten aus der Welt des Sports gibt's jetzt von Moritz Voss. Parallelwelten. Die Rhein-Neckar-Löwen haben in der Handball-Bundesliga vorläufig die Tabellenführung übernommen. Mit einem 33:31 Sieg über den SC Magdeburg schoben sich die Löwen am THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt vorbei. Für das Team von Martin Schwalb ist es bereits der 7. Sieg in Serie. Das ist das, worüber sich ein Trainer am meisten freut, wenn man einfach merkt, dass die Mannschaft an das glaubt, was man gemeinsam erarbeitet. Und wenn sie sich darin wohlfühlen, und dann gewinnt man auch mal in Magdeburg. Bedeutend schlechter lief es für den Liga-Kontrahenten auf der anderen Rheinseite. Die Eulen Ludwigshafen verloren ihr wichtiges Auswärtsspiel im Kampf gegen den Abstieg gegen den direkten Konkurrenten HSG Nordhorn-Lingen. Die Pfälzer rutschten dadurch auf einen Abstiegsplatz. Drittliga-Handball pausiert. Aufgrund der aktuellen Pandemielage setzt der Deutsche Handballbund den Spielbetrieb in der 3. Liga sowie in der Jugendbundesliga bis zum Ende des Jahres aus. Dies beschloss das Präsidium und der Vorstand des DHB. Priorität sei derzeit der Wiedereinstieg und die Fortführung des Trainings. Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist für die 2. Januarwoche geplant, sofern die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie dies zulässt. Weiterer Corona-Fall.
Bei der TSG 1899 Hoffenheim reißen die Hiobsbotschaften einfach nicht ab. Eine am Mittwochabend vorgenommene Testreihe ergab einen weiteren positiven Corona-Befund. Abwehrspieler Kevin Vogt ist bereits der 9. bestätigte Fall bei den Hoffenheimern. Der Verteidiger befindet sich wie die ganze Mannschaft bereits in Quarantäne. Wann die Greifgauer wieder ins Teamtraining einsteigen können, steht noch nicht fest. Die TSG steht im Austausch mit den Gesundheitsbehörden. Nach der Werbung basteln wir Adventskalender. Bis gleich. Willkommen zurück bei Ron. Ja, bald befinden wir uns alle wieder in der Adventszeit. Und was darf da nicht fehlen? Natürlich der Adventskalender. Und wenn Sie selbst einen basteln möchten, dann gibt es jetzt Inspiration. Romina Thieme hat gebastelt und Sarina Aschmann fasst zusammen. In 17 Tagen beginnt die Adventszeit. Unsere Online-Reporterin Romina ist jetzt schon total in Weihnachtsstimmung. Wir basteln heute drei verschiedene Adventskalender, schnell und einfach für die ganze Familie. Und die kann man sogar noch als Deko verwenden. Los geht die Bastelstunde. Kalender Nummer 1, der Muffin-Kalender. Wir starten mit einem ganz einfachen Adventskalender mit Muffinformen, die viele von uns schon zu Hause haben. Und ich behaupte, ich bin so schnell, dass ich den unter 20 Minuten schaffe. Auf die Plätze, fertig, los. Für den Muffinkalender brauchen wir 2x12 Muffinblechformen, Aufkleber zum Markieren der Türchen, einen Edding, um diese zu beschriften, Bastelpapier nach Wahl, Aufkleber und Sticker zum Verzieren, doppelseitiges Klebeband und natürlich Süßigkeiten. Romina beginnt mit dem Schnibbeln. Bastelpapier in Form schneiden, sodass die einzelnen Muffinmulden abgedeckt sind. Dann die Aufkleber mit Zahlen beschriften. Romina macht es edel und nimmt dafür Gold und Silber. Und auf das zurechtgeschnittene Bastelpapier kleben. Süßigkeiten in die Muffinmulden geben. Und zum Schluss das Bastelpapier mit doppelseitigem Klebeband an den Muffinmulden anbringen. Fertig ist der süße Muffinkalender. Mal sehen, was Rominas 20 Minuten Wette sagt. So, ich stoppe die Zeit. 26 Minuten. Okay, es hat ein bisschen länger gedauert als 20 Minuten, aber ich finde, für dieses Ergebnis ist es vollkommen in Ordnung. Kalender Nummer 2. Die Weihnachtskugeln. Den Weihnachtskalender, den wir jetzt basteln werden, der enthält zwar keine Süßigkeiten, aber dafür kleine Überraschungen, die unseren Liebsten den Alltag versüßen werden. Dafür brauchen wir weitere Stifte, kleine Karten oder Papier, ganz viel Glitzer, natürlich auch hier wieder Aufkleber oder Sticker, für die Weihnachtsstimmung noch Schneespray und das Kernstück 24 transparente Kugeln, die sich öffnen lassen. Zuerst beschriftet Romina die Kugeln mit den Zahlen. Dann geht's an den Inhalt des Kalenders. Das Tolle, der kann ganz individuell gestaltet werden. Hier kommen nämlich Gutscheine zum Einsatz. Romina beschriftet die Karten mit Gutschriften, wie zum Beispiel Frühstück ans Bett. Hier kann man so richtig kreativ werden. Jetzt noch Sticker auf die Karten kleben und ab in die Kugel damit. Zum Schluss die Kugeln mit Schneespray besprühen, an den Weihnachtsbaum hängen und fertig ist der Weihnachtskugelkalender. Auch eine perfekte Möglichkeit, um jetzt schon den Weihnachtsbaum zu schmücken. Kalender Nummer 3, der Bierkastenkalender. Und die einfachsten Dinge sind doch meistens die schönsten, vor allem für die Männer. Da gibt es nämlich 4. Und für die Frauen gibt es ein Gläschen Sekt. Prost, Tobi. Prost. Na dann Prost und viel Spaß beim Basteln. Ich würde jetzt allerdings gerade den Sekt eher eintauschen. Egal. Einen Gutschein habe ich auch schon. Marcel bringt mir irgendwann mal Frühstück vorne an den Redaktionstisch. Damit auch schon mal Haken dran. Jetzt gibt es noch das Wetter. Da lacht er. Gibt's doch nicht. Morgens sind für die meisten nicht mehr als 2 Stunden Sonne drin. Der Himmel präsentiert sich also vorwiegend im typischen Novembergrau. Etwas besser wird es für alle am Rhein. Dort kann man immerhin bis zu 4 Sonnenstunden genießen. Trocken bleibt es dabei überall. Wir starten frisch in den Tag. Bis zum Nachmittag schaffen es die Temperaturen im oberen Bergland bis auf 12 Grad. Mit Sonnenunterstützung wird es am Rhein bei 16 Grad angenehm mild.
Ins Wochenende starten wir mit sonnigem Wetter. Der Nebel sollte sich überall auflösen. Am Sonntag kommen später Wolken dazu. Der Südwestwind frischt dazu deutlich auf und weht sehr milde Luft heran. Wir erreichen lokal knapp 20 Grad. Für Montag kündigen sich dann wieder Abkühlung und Schauer an. Dennoch schafft es die Sonne mal durch. 19 Grad am Sonntag. Mensch, können wir noch mal richtig nutzen. Was machst du? Ich habe ehrlich gesagt noch Adventskalender keinen Plan. Adventskalender basteln. Mit meinem Frühstück hier vorne. Ich wollte gerade sagen, dein Frühstück vorbereiten vielleicht. Ja. Wenn das passiert, wirklich, ich mache ein Bild davon, ich poste das, dann gibt es Beweise durch und durch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das passiert. Ja, abwarten. Schauen wir mal. Uns gibt es morgen wieder, das weiß ich, dass das passiert. Bis dann. Tschüss.